Wow, die Märkte eindrucksvoll unterwegs in diesen Stunden. Der Markt hier, wir sehen den DAX in diesem Beispiel, ist heute schon mit einem tollen Gap nach oben gestartet und hat seitdem nicht mehr aufgehört, die bullische Seite zu vertreten. Und wir haben ein ähnliches Bild in Amerika. Auch der Dow Jones macht einen tollen Eindruck hier. Steiler als das geht es ja fast gar nicht. Und man kann sich die Frage stellen, ist das denn wirklich noch relevant, dass der Kurs hier so runterfällt? Ja oder nein? Dazu hatte ich am Wochenende ein Video vorbereitet, hier auch abrufbar auf finanzmarktwelt.de. Wer hier regelmäßig reinguckt, der sieht solche Sachen natürlich dann zeitnah, wo ich drauf eingegangen ist, wie realistisch ist denn das Ganze, dass das Ganze hier schon abgeschlossen ist. Im Zweifelsfall hier nochmal gucken auf Finanzmarktwelt nach dem Videobeitrag vom Wochenende und oder natürlich gerne auch ein Abo dalassen, dann wird man natürlich auch immer informiert. Ebenfalls hilfreich unter Umständen, und damit höre ich dann auch auf und rede lieber wieder über den Markt. Im Zweifelsfall bei Trade2Go einfach mal anmelden, dann gibt es dann auch jeweils Hinweise auf die aktuellen Situationen. So, aber jetzt, wie sieht es aktuell hier am Markt aus? Da sehen wir aktuell ja nun wirklich nicht die Schwäche, die wir ja eigentlich erwarten würden, wenn der Kurs hier nochmal reinfallen soll, was ja eigentlich typisch wäre. Also Bewegungen wie diese scheint es im Moment nicht zu geben. Hier, auch wenn das grafisch ein bisschen komisch aussieht mit senkrecht runter, das ist natürlich Quatsch. Aber das scheint alles nicht zu sein. Im Gegenteil, wir haben jetzt fast schon eine Trigger-Situation, nämlich dass der Markt hier nach oben im Prinzip seine letzten Hochs rausnimmt gerade aktuell, auch wenn ich es nicht hier ganz hoch getroffen habe. Aber trotz alledem, man kann sicherlich erahnen, worauf ich hinaus will, die letzten Zwischenhochs hier. Die sind auf jeden Fall rausgenommen und das ist doch eigentlich ein Long-Zeichen. Das ist goldrichtig, aber wir dürfen nicht vergessen, die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer ist halt noch relativ groß und wir müssen mit einem Szenario rechnen, was leider nicht ganz selten ist, nämlich eine ABC runter. Okay, das hatten wir. Anschließend eine ABC hoch und danach nochmal eine scharfe nach unten. Wer jetzt sagt, naja, sowas kommt doch in der freien Wildbahn nicht vor, das ist auf Stundenbasis. Jetzt gucken wir mal witzigerweise auf den Wochenchart. Eine ABC. BC runter, eine ABC hoch und anschließende Scharfe nach unten. Wir nennen das Ganze eine Flat-Korrektur und dementsprechend ist diese Situation nicht untypisch. Was jetzt? Was wird jetzt passieren? Statistisch gesehen müsste die Abwärtsbewegung die bevorzugte sein, aber nicht immer passiert das alles immer der Statistik nach. Deshalb verkürzt jetzt einfach gesagt, ist es auch realistisch möglich, dass der Kurs nach oben geht. Und da sind wir jetzt in einer blöden Situation. Beides scheint irgendwie möglich und der Born legt sich auch nicht fest. Ja gut, ich als Händler lege mich nicht fest, weil ich keine Ahnung habe, welcher dieser beiden Szenarien. Ich kann nur eins machen und sagen, im Zweifelsfall stoppe ich das Ganze, wenn es in die falsche Richtung geht. Mein Handy ist offensichtlich ähnlicher Meinung. Also, wir wissen nicht, ob das tatsächlich jetzt diese Bewegung lostritt. Es ist denkbar. Es ist nach wie vor denkbar, dass wir jetzt nach oben sind. Es sieht alles sehr, sehr bullisch aus und es gibt im Moment keinen offensichtlichen Grund, die Short-Seite jetzt zu fahren. Das würde sich dann ändern, wenn wir auf einmal scharfe Abwärtsbewegungen, jetzt mache ich den mal hier zur Seite, wenn wir hier mal scharfe Abwärtsbewegungen bekommen und dann wackelig nach oben. Das würde das Spiel verändern. Aber im Moment, wenn ich das wegnehme, da ist nichts von zu sehen. Das heißt, im Moment scheint es immer noch die Long-Seite zu sein. Ich möchte aber einer zu frühen Begeisterung entgegenwirken, nicht jetzt davon ausgehen, hey cool, das ist jetzt das Zeichen, All-Times-High gibt es jetzt direkt und ohne irgendwelche Rücksetzer. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht die größte, das muss ich nochmal so dazu sagen. Aber es ist realistisch möglich. Wie sollte man jetzt also damit umgehen? Wer vorsichtiger Trader ist und sagt, ich habe mehr Angst vor Verlusten als etwas zu verpassen, würde ich sagen, abwarten. Den nächsten etwas deutlicheren Rücksetzer, wenn es dann halt nicht dieser wird, weil dieses Szenario obsolet ist, sondern vielleicht nur hier irgendwie mal was ist, den abwarten, um dann einzusteigen für die Long-Seite. Halte ich für die sinnvollere Variante. Wer jetzt natürlich sagt, ah, also was zu verpassen, das geht für mich gar nicht. Selbst der sollte notfalls auf einer kleineren Ebene, ob das dann 15 Minuten, 5 Minuten Chart oder was weiß ich was ist, zumindest mal abwarten, bis mal ein bisschen ein Rücksetzer ist. Nicht, weil man damit viele Punkte jetzt spart. Wobei 100 Punkte sind auch schnell mal gespart dabei der Geschichte. Aber das ist gar nicht der Fokus dieser Geschichte, sondern der Inhalt ist der, weil ich dann gucken kann, unterscheidet sich die Aufwärtsrichtung von der Abwärtsrichtung in der Ausprägung. Sprich, habe ich wie jetzt steil hoch
wackelig runter oder kriege ich steil hoch, steil runter? Da versteckt sich eine Aussage dahinter. Wenn der Mensch steil runter geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach steil erst nochmal wackelig kommt und dann nochmal nach unten, halt größer. Das heißt, dann muss ich ja nicht dann long gehen und mir dann diese 500 Punkte dann nochmal ans Bein binden. Das ist natürlich jetzt nur exemplarisch. Ich weiß nicht, ob das Ausmaß in der Größe ist. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt sofort passiert oder hier oder hier. Klassisch wäre, dass der Kurs nach Überschießen dieses Hochs, des letzten Hochs, also dieser Hochmarke, nicht des Zwischenhochs, deshalb nehmen wir das gerne als Trigger typischerweise, sondern an dieser Hochmarke dann eben sagt, okay, jetzt machen wir das Päuschen. Und das ist immer so mein Ding, weshalb ich sage, wenn die so eng beieinander liegen, wie soll ich denn das Ganze stoppen? Das finde ich passt nicht zusammen. Für mich, für unseren Handelsansatz ist es also eher noch Pause angesagt. Es sei denn, auf einer ganz kleinen Ebene findet man was, dann mache ich einen ganz kleinen Trade, der aber auch gar nicht die Zielrichtung 30.000 beim Dow Jones hat, sondern die Zielrichtung kommt, dann nehmen wir nochmal ein paar Punkte, ein paar Dutzend Punkte oder in dem Fall, die Bewegungen sind ja umfangreich, ein paar hundert Punkte mit. Das natürlich schon gerne. Aber da ist jeder selber ein bisschen gefragt, was ist denn schlimmer, etwas zu verpassen oder einen Verlust einzufahren? Das kann man nicht pauschal beantworten, was da die bessere, die sinnvollere Lösung ist. Ich hoffe, dass das aber ein bisschen Anregung gebracht hat, wie man mit der aktuellen Situation umgehen sollte. In der Hoffnung, dass es tatsächlich so der Fall ist, wünsche ich an dieser Stelle jetzt erstmal alles Gute. Immer mit dem Stop arbeiten, denn im Moment gibt es zu viele Varianten, die in die eine oder in eine andere Richtung gehen. Und wenn man dann sagt, ach, das wird schon so klappen, ich bleibe da jetzt einfach drin, kann sehr teuer werden. Ich weiß, Stops sind nicht immer einfach und man wird manchmal eben dann auch rausgestoppt. Leider nicht nur manchmal, sondern auch immer wieder. Aber das gehört einfach mit dazu. Das muss ein ordentlicher Handelsansatz und ein ordentlicher Händler auch aushalten, dass man, wenn man 5 Trades macht, möglicherweise 2, auch vielleicht 3-mal ausgestoppt wird. Aber wenn die Chance-Risiko-Verhältnis, das Chance-Risiko-Verhältnis hinreichend groß ist, sollte das immerhin noch für positive Ergebnisse sorgen. So, in diesem Sinne mache ich jetzt an der Stelle Schluss. Wir hören uns morgen wieder. Und nochmal der Hinweis, wer das übergeordnete Bild nochmal sucht, hier auf finanzmarktwelt.de sehr gerne nochmal nachgucken. Da gab es am Wochenende einen Videobeitrag zu mir. Nicht zu mir, sondern von mir. In diesem Sinne alles Gute.